denken Sie spontan, wenn Sie Peter Bill hören? Oh, es ist für mich der Heilige Gral. Sozusagen so präzise zu messen wie die PTB oder in meinem Labor sogar vielleicht noch besser. Das ist die große Herausforderung und der Maßstab. Naja, ich denke vor allen Dingen an weltweit führende Metrologie, an die besten Messtechniken, die man sich vorstellen kann. Quer über viele Bereiche, die natürlich Standards setzen für die Wirtschaft, das ist sehr wichtig, aber auch für die Wissenschaft. Und dieses Spannungsfeld zwischen Wirtschaft und Wissenschaft ist natürlich sehr fruchtbringend für beide Seiten. Ja, natürlich Präzisionsmessung, Verlässlichkeit, aber auch immer am Puls der Zeit und immer modern, immer im Prinzip Vorreiter, Vorreiterin zu sein für die Dinge, die kommen. Hermann von Helmholtz, aber auch Werner von Siemens waren ja zwei sehr visionäre Leute. Wenn Sie sich vorstellen, die beiden würden noch leben, welche Art von PTB würde denen wohl vorschweben? Auf jeden Fall eine mutige PTB, das klang ja auch heute sehr schön an von Präsident Ulrich. Eine PTB, die wirklich den Mut hat zu erkennen, was in der Zukunft gebraucht wird und sich dann nicht von bürokratischen Regeln und sonstigen, ich sag's mal, üblichen Gepflogenheiten beeindrucken lässt und dann wirklich große Schritte wagt. Ich stelle mir vor, dass Sie genau heute sehen würden, was gibt es für Themen, wo Präzisionsmesstechnik eine Rolle spielt, und diese würden Sie adressieren. Und das wären sicher nicht nur Themen der Physik, sondern auch interdisziplinäre Themen. Und in Ihrer Vision würde die Industrie wieder darauf pochen, dass es Präzision gibt. Und die Wissenschaft würde darauf pochen, dass man auch der Industrie die Schnelligkeit und die Entwicklung gibt, die sie braucht, um in der heutigen Welt mitzuhalten. Und das müssen wir realisieren in Zukunft gemeinsam. Was finden Sie besonders spannend an diesen Zukunftsaufgaben der Metrologie? Da wird sich ja auch viel ändern in Zukunft. Ja, das Thema Digitalisierung ist natürlich ganz zentrales Thema. Vernetzte metrologische Systeme, Sensoren, das wird natürlich eine Riesenrolle spielen. Künstliche Intelligenz, autonomes Fahren und all die Themen. Herr Ulrich hat es angesprochen, es ist auf der Agenda der PTB zu Recht. Und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, damit wir in Deutschland da auch nicht ins internationale Hintertreffen geraten. Also insofern glaube ich, die PTB hervorragend bei diesen Themen aufgestellt. Wir sind ja die erste Metrologie-Anstalt der Welt gewesen. Also wir waren immer Vorreiter. Und mit dieser systemischen Metrologie, der Komplexität, die zusammenzufassen, sind wir auch in gewisser Weise wieder Vorreiter. Ich habe nirgendwo in der Welt eigentlich diese Entwicklung dieser Version der Metrologie bisher gesehen. Und ich hoffe, dass die PTB da einen Impuls gegeben hat. Wir müssen systemisch denken. Und die Frage ist ja eher nicht, ob man das überhaupt macht, sondern wie man das macht. Und da ist wieder diese Thematik unternehmerisches Denken und Handeln ganz entscheidend. Ich glaube, wenn man es macht, muss man auch die entsprechenden Freiräume schaffen, die es dann bei dem Thema ermöglichen, halt auch, ich sag mal, wirklich systemisch an bestimmte Probleme ranzugehen und einfach die bestehenden Schranken und das bestehende Silo-Denken aufzubrechen. Im Dialog sein, frei und mutig forschen und Lösungen finden. Ich glaube, das weiterzumachen und dabei eben den Stein weit nach vorne werfen. Nicht nur an morgen zu denken, sondern etwas zu tun, was auch in 100 Jahren noch relevant ist. Wenn wir dem Beispiel folgen, dann werden wir eine Menge Beitrag leisten zu dem, was heute unsere Herausforderungen sind und was aber auch Spaß macht zu lösen.